Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, das im September eröffnete Flüchtlingsheim in der Herzbergstraße in Lichtenberg ist eine sogenannte Erstaufnahmestelle. Nach 3 Monaten, also in diesem Monat, müssen die ersten dort Aufgenommenen, etwa die Hälfte kam übrigens aus Syrien, es deshalb verlassen. Etwa 55 von denen, die nun ausziehen, sind Kinder und Jugendliche im schulfähigen Alter, die in diesen 3 Monaten keine Möglichkeit erhalten haben, eine Berliner Schule zu besuchen, weder in Lichtenberg noch in einem anderen Bezirk. Hier wird gegen Schulpflicht verstoßen und das Recht auf Bildung verwehrt. Diesen Zustand können wir nicht länger hinnehmen. Nun mögen ja manche meinen, im nächsten Heim wird alles anders. Jetzt war ja mehr Zeit da, da konnten sich alle drauf einstellen. Anders mag sein, aber besser? Das kann ich eigentlich nicht glauben, denn offensichtlich plant ja das Lage so unter Führung von Herrn Senator Chaya, der leider jetzt auch nicht mehr da ist, Flüchtlingskinder künftig in den Containersiedlungen zu unterrichten. Bei der Planungskonferenz für das Bucher Containerdorf in Pankow am 3. Dezember 2014 wurde genau das verkündet. Wie willkommen werden sich Kinder da wohl fühlen? Unabhängig davon, dass das im scharfen Widerspruch zum Standpunkt der Senatsbildungsverwaltung steht, die sich entschieden für einen Unterricht in den Regelschulen ausgesprochen hat. Die Linksfraktion unterstützt diesen Standpunkt mit diesem Antrag nachdrücklich. Ich möchte an dieser Stelle auch Staatssekretär Rackles danken, der hier ganz klare Worte fand. Wir wollen mit diesem Antrag erreichen, dass das LAGE so eben nicht länger machen kann, was es will. Wir erwarten, dass Sozialverwaltung und Bildungsverwaltung und damit auch Herr Chaya und Frau Scheres hier abgestimmt vorgehen. Es ist auch schlimm genug, dass geflüchtete Menschen aufgrund der Versäumnisse im Senat nun in großen Containersiedlungen und eben nicht in Wohnungen oder anderen Gebäuden untergebracht werden. Flüchtlingskinder und Jugendliche, besonders die Mädchen, haben vielfach bisher keine guten Bildungschancen gehabt. Zum Teil sind sie traumatisiert. Ihnen nun auch noch den Kontakt zu Gleichaltrigen zu erschweren und sie zu separieren, ist nicht mehr hinnehmbar. Nicht in Buch, nicht in Köpenick, nicht in Marzahn, nirgendwo in unserer Stadt. Die Beschulung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen ist kein temporäres Problem, sondern ein dauerhaft im Bildungssystem und in der Schulentwicklungsplanung zu lösende Aufgabe. Damit dürfen die Berliner Bezirke nicht alleingelassen werden. Und dafür muss das Land auch die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Dafür müssen auch wir Abgeordneten Verantwortung übernehmen. Und deshalb fordern wir die Einsetzung einer Steuerungsgruppe in der Senatsbildungsverwaltung für die Integration von Flüchtlingen in den Berliner Schulen, die mit dem LAGESO zusammenarbeitet. Wir fordern die Bereitstellung von qualifiziertem Personal durch die Senatsbildungsverwaltung für die sogenannten Willkommensklassen und für den Sprachunterricht in den Berliner Schulen für diese Kinder und Jugendlichen. Das Land muss den Bezirken die erforderlichen finanziellen Mittel für die Schaffung der räumlichen Bedingungen zur Verfügung stellen. Um die Beschulung von Flüchtlingskindern und anderen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen dauerhaft sicherstellen zu können, müssen wir auch endlich den Schritt gehen, diese in die Schulentwicklungsplanung aufzunehmen. Ob eine Gemeinschaftsunterkunft eingerichtet wird, dafür muss die Möglichkeit der Regelbeschulung im Umfeld ein Entscheidungsfaktor sein. Wir haben hier im Haus in der letzten Plenarsitzung gemeinsam eine Resolution verabschiedet, die im Titel Flüchtlinge sind willkommen enthält. Ich hoffe darauf, dass wir in diesem Sinne auch eine gemeinsame Position zu dieser Frage finden werden.